Yo Leute und willkommen zurück, ich glaube zum Finale von Resident Evil 8 Village. Wir sind aus Heisenbergs Fabrik entkommen mit Hilfe von Chris Redfield, der uns offenbart hat, dass Mia gar nicht Mia war, sondern dass Mia letztendlich Mutter Miranda war, die sich nur als Mia ausgegeben hat und er versucht hat, sie zu töten, und dementsprechend haben wir uns wieder zusammengetan. Und ja, vor der Fabrik haben wir erst Heisenberg erledigt, dann tauchte Mutter Miranda auf und hat uns Ethan Winters erledigt, und deswegen spielen wir jetzt Chris Redfield. Und Miranda faselte was davon, dass letztendlich Rose quasi die Nachfolgerin, die perfekte Nachfolgerin von Evelyn aka Eve war und den Pilz halt irgendwie perfekt kontrollieren kann oder was auch immer. So, was haben wir hier? Ich glaube, eine automatische Pistole, eine MG, eine Taschenlampe. Es ist eine Taschenlampe, oder? Ja, irgendwie ist es eine Taschenlampe. Und ja, jetzt sind wir letztendlich, weil Ethan tot ist, Chris Redfield und wollen Mutter Miranda endgültig erledigen. Wo sind wir jetzt hier eigentlich genau? Wir haben auch keine Karte mehr. Oh ne, das war falsch, sorry. Wir haben reichlich Muni. Ach, ein Lasermarkierer ist es. Zur Markierung von Zielen. Ein vollautomatisches Gewehr, eine mittelgroße halbautomatische Waffe, irgendwie sowas pistolenmäßiges, Handgranaten und ein Karambit. Ein im Nahkampf unübertroffenes Kampfmesser und eine Arzneispritze. Medizin, die Wunden vollständig heilt. Ja, hiervon können wir gar nichts craften. Wichtiges haben wir nichts mehr, Schätze haben wir nichts mehr. Wir haben noch ein paar Schätze, glaube ich, eingesammelt. Aber die sind dann wahrscheinlich für Folge-Walkthroughs, wo man sich dann wahrscheinlich auch mal die ganz teuren Wummen irgendwann besorgen kann. Ja, und jetzt gucken wir mal, wo wir hier sind und was hier abgeht. Da ist irgendwas Großes hinten vor dem Berg. Irgendwas Großes, Wabbelndes, Bewegendes. Ein großes Etwas. Hey Alpha. Ah, das Dorf ist unter uns. BSAA. Die kennen echt nichts. BSAA, ist das die Firma? Das sieht ziemlich übel aus. Die Eve hergestellt hat quasi. Dann, wie wir vorgehen? Ich weiß es nicht mehr. Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen-Ausschau. Verstanden. Ja, ist das da hinten nicht eine feindliche Biowaffe? Ach so, hier können wir runtergehen. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Passt bloß auf. Ja, also gut, jetzt mutiert das Ding hier endgültig zum Military Shooter. Habe ich aber beim letzten Mal schon angeteasert, quasi gedanklich. Aber unsere Waffe hier hat auf jeden Fall mächtig Wumms. Aber jetzt geht es echt nur darum, sich hier durchzumetzeln. Ja, gut. Kann ich von mir aus mit leben in der Endsequenz, ja? Ich glaube, hier gibt's auch. Fahrzeug gesichtet. Zwei Wachen. Die hole ich mir. What the fuck, was kriegen wir hier alles? Was geht mit diesem Spiel gerade ab? Noch mehr Muni. Blendgranate. Es gab hier gerade eine kleine Erschütterung, wo ich auch nur noch langsam laufen konnte. Was ist das für ein Ding? Das ist alles Mutamycet. Achso, das ist der Pilz. Miranda. Na los. Ja, und jedes Mal. Es kommt bis zu uns. Ich wollte gerade sagen, jedes Mal, wenn es hier irgendwo einen Einschlag gibt, können wir nur noch langsam und schwankend gehen. Wow. Oh, hier sind aber jetzt einige große mutierte Biowaffen. Aber gut, mit unserer Wumme hier muss man auch gar nicht so oft draufschießen. Wie schnell die einfach mal umkippen.
Ich renn einfach mal weiter. Ich bin's. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang. Verstanden. Hier, Tundra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Ja, haben wir gefunden. Ist das hier nicht das Haus, wo uns der Zombie hier... Ja, jetzt sind wir doch wieder im Dorf, wo uns der Zombie hier mal erschreckt hat. Also falls sie wirklich in einem der Häuser meint, war auf jeden Fall das Haus nicht gemeint. Ja, letztendlich sind wir jetzt wieder am Anfang des Dorfes. Vielleicht meinte sie ja einfach nur vorm Haus letztendlich. Und wir müssen doch wieder hier durch das erste Haus durch, wo wir auch beim initialen Dorfbesuch quasi durchgelatscht sind. Wir haben 700 Schuss mit dieser Megawumme. Nice. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich. 200 bis Zielposition. Ja, wo wollen wir her? Hier? Ich weiß es gar nicht. Wo kommst du denn jetzt her, mein Freund? Ja, wahrscheinlich hier und nicht aus dem Dorf raus, oder? Ich hab nicht den Eindruck, dass es hier weitergeht. Wir folgen mal der Straße hier weiter. Von einer Mutamizid-Kolonie dieser Größe habe ich noch nie gehört. Ja klar, er zieht Pfeil und Bogen, oder wie? Da oben auch. Jo, einmal die Schädel weggebrezelt. Jetzt noch den da hinten. Vom Dach geschossen. Ah, nee, doch nicht. Ich glaube, er ist freiwillig runtergesprungen. Wo? Wo kommst du denn jetzt her, mein Freund? Boah, da sind noch mehr. Scheiße. So, können wir jetzt mal hier vorankommen? Boah, gut, dass wir den Dicken schon erledigt haben. Den auch. Oh, da steht wieder der Dicke, oder wie? Was ist das hier für eine Ballerorgie, ohne Witz? So, da leuchtet was Grünes. Müssen wir da irgendwie wieder rauf? So eine Moorhuhn-Schießerei, ne? Es gibt eigentlich fast nichts Langweiligeres, muss ich sagen. Zumindest für mich. Er ist tot, okay. Da stehen auch noch zwei. Sein Kopf ist weg. Komme hier unendlich schon wieder? Muss ich hier mal irgendwie weiterkommen? Aber ich frage mich, wie komme ich eventuell an diese Truhe da hinten, an die grüne? Naja, egal. Was ist der Groß? Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Ich glaube, wir sind hier irgendwie in der Dorfmitte jetzt, oder? Ja, ich denke mal, das ist so grob das Ziel, oder? Yeah! Mitten rein ins Gesicht. Muss nachladen. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Ja, welche Überraschung. Wow, aber das ist ein großer Schwarm. Oh, Jungs, ey. Sag mal. Ja, können wir mal eben die hier noch erledigen? Das wäre irgendwie cool. Aber wenn hier jetzt unendlich von denen spawnen... Krass, ey. Boah, noch einer. Du hattest recht, die haben es auch auf den Megamyzeten abgesehen. Wie viele denn noch? Was ist das? Ist das ein Bug oder warum liege ich hier oben drauf? Jetzt stehe ich hier irgendwie auf dieser Mauer und komme hier nicht runter. Das gleiche könnten wir über dich sagen. Oh.
Ich glaube, ich bin hier irgendwie festgebackt, Leute. Wir sollten sie besser schnell erledigen. Jetzt bin ich hier so halb auf der anderen Seite. Irgendwas sagt mir, ich kann meinen Spielstall gleich neu laden. Okay, ich kümmere mich drum. Ich bin hier irgendwie auf einer Ebene, wo ich nicht sein sollte. Ich versuche mich nochmal runterzuspringen. Bin ich hier irgendwo drin, wo ich nicht sein sollte? Ah! Ne, ich bin immer noch hier drauf. Und ich komme hier nicht raus. Geiler Bug. Ja, keine Chance. Ja, bitte einmal vom letzten Speicherstand aus neu laden. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Das ist immer ärgerlich, aber gut, das, ohne Witz. Das ist der erste Bug, den ich in diesem Spiel habe. Das kann wirklich passieren. Da habe ich alles Verständnis der Welt für, dass in jedem Spiel auch mal irgendwo ein Bug sein kann, ja. Solange es nicht too much wird. Muss nachladen. Warte kurz. So, vielleicht gehe ich mal irgendwo in eine andere Ecke. Boah, warum habe ich denn immer noch so viel Gebrülle im Ohr? Geladen bis zum Anschlag, Boss. Kannst loslegen. Ah, ich wollte gerade sagen. Aber es ist so laut hinter mir. Jetzt sieht sich rasant aus. Irgendwas muss ihn stimulieren. Ah, ey. Die haben es auch auf den Negamyziten abgesehen. So, so leid bin ich beim letzten Mal nicht gekommen, dass ich noch ein zweites Mal hier irgendwas draufjagen kann. Lange hält das Ding nicht mehr durch. Ja. Muss nachladen. Ich hoffe auch, dass das mit einem Schuss jetzt hier langsam erledigt ist. Oh, wow. So, ihr kriegt direkt mal sowas ab. Ja, komm. Bitte. Oh, ich heile mich mal eine Runde. Danke. Nee, gar nicht. Wird gar nicht nervig. Alles optimal hier. Haben wir noch irgendwas Interessantes hier? So geht der Laser an hier. Die Zahl der Biowaffe steigt. Wir sollten sie besser schnell erledigen. Oh. Fünf weitere aus den Bergen. Auszeiten. Okay, ich kümmere mich. Lasst mich doch mal alle in Ruhe hier, ohne Witz. So, und wer schießt hier noch mit Pfeil und Bogen? Halt einfach mit dem Laser drauf, den Rest. Ja, ich probiere es, aber ich habe hier noch so Zombies an den Hacken, weißt du, mein Freund? So. Wie gefällt dir das? Okay. Haben wir es jetzt hier mal so langsam? Es hat hier auf jeden Fall Schutt und Asche geregnet. War das das Schloss? Nee, das war vorm Schloss. Was war da überhaupt für ein Gebäude? War hier... Doch, das war hier links. Hier war so ein kleiner Friedhof eigentlich nur gewesen. Ja, ich habe immer noch keine Karte. Keine Ahnung, wo wir hinwollen. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Hier ins Loch zum unterirdischen Pilz. Ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und... Es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Okay. Ah, diesen Pilzhintergrund von Teil 7, den hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Dass Evelyn auch was mit dem Pilz zu tun habe, aber anscheinend... Wahrscheinlich hat man irgendwie so einen Pilz benutzt, um sie zur Biowaffe zu machen. Oder sie hat ihn aus Versehen abbekommen. Dann hat man sie halt eingefangen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall scheint der Pilz letztendlich, der für Biowaffe Evelyn verantwortlich war,
dann doch hier seinen Ursprung zu haben. Boah, hier ist auf jeden Fall einiges an Rumgestöhne und so. Oh Gott, was kommt da für einer? Lobo, wir machen hier alle zu schaffen. Ich brauche deine Hilfe. Was? Du bist in einer Höhle. Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutz die. Okay, auf dem Weg. Halt durch, bin hier. Oh. Müssen wir hier irgendwas visieren? Nee, kein Zugriff. Was macht der? Man weiß es irgendwie gar nicht so genau, was er wirklich tut, oder? Ich halte mal ein bisschen drauf. Was geht mit diesem Spiel hier auf einmal ab? Ich weiß auch gar nicht, wo ich ihn überhaupt treffen kann. Kann ich ihn überhaupt treffen oder hat er nur Panzerung? Ich weiß es nicht. Ah, kriegen wir es hin? Jawohl. Muss nachladen. Warte kurz. Ach, auch ihn müssen wir mehrfach treffen. Ist ja spaßig. Kann ich eigentlich meine Heilung so oft ich will benutzen? Okay, da unten auf dem Rücken ist er jetzt anscheinend irgendwie verwundbar. Ich weiß nicht, ob das die ganze Zeit war mit seinen Tentakeln da. So, hoffen wir mal, dass er uns jetzt nicht trifft. Ja, ich glaube, wir haben ihn schon wieder. Ja, wir hauen auch noch mal ein bisschen drauf. Er sieht auf jeden Fall nicht mehr so frisch aus. Ach so. Ich gehe weiter. Haben wir eliminiert. Kristalliner Riesenstreitkolben. Ich würde echt gerne mal wissen, was uns die ganzen kristallinen Sachen, die wir in letzter Zeit gefunden haben, auch von Heisenberg und so, was die letztendlich wert sind beim Duke. Ja. Und jetzt, wo geht's hier weiter? Ist hier eine Höhle oder wie? Ah ja. Immerhin haben wir ein Nachtsichtgerät dabei. Auch wenn wir es nicht die ganze Zeit benutzen können. Mal wieder. Wie wir auch nie eine Taschenlampe die ganze Zeit benutzen könnten. Wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Mutterleaks. Später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Ah gut, wenigstens stellen die sich auch die Fragen, die ich mir schon gestellt habe. Das heißt, bin storytechnisch zumindest nicht komplett auf dem falschen Dampfer. WTF, Resident Evil und jetzt die Military Action zum Schluss. Da ist er, der Megamizet. Okay, er sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Herz. Gott sei Dank ist auch wieder ein Loch in der Decke. Das heißt, wir können ihn gleich wieder markieren. Und dann kann der Granatenschlag von außen reingefeuert werden. Alpha Antem, ich bin jetzt bei Megamizet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein zwei Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Okay. Freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Ja, das denke ich auch. Miranda plant immer noch ihre Zeremonie durchzuziehen. Bin mir immer noch nicht so sicher, warum Rose da kristallisiert ist oder wurde. Naja, mal gucken. Genau, wir wollen noch Miranda platt machen und Rose retten, so wie ich das sehe. Auch wenn der gute Ethan
zumindest anscheinend hinüber ist. Das muss mir an das Labor sein. Sieht eher aus wie Batmans Labor, ehrlich gesagt. Was hängt denn da alles rum? Ah. Proband Salvatore Muro. Kadu-Kompatibilität schlecht, Hirnfunktion unerwartet schlecht. Das Kadu hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich, ähnlich wie bei Fischen, Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel als Hülle für Eva. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Okay, nicht Eve, sondern Eva. Proband Alkina Dimitrescu. Kadu-Kompatibilität äußerst gut. Hirnfunktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis: wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Ja, ich glaube, die haben wir ausgelöst irgendwann. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Ich glaube, außer Rose ist hier als Hülle niemand geeignet, wenn ihr mich fragt. Proband Karl Heisenberg, Kadu-Kompatibilität außerordentlich gut, Hirnfunktion normal, besitzt elektrische Organe sowie wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probandens angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. So, das waren drei Bücher. Wo ist das vierte? Über Donna. Genau, Proband Donna Beneviento, Kadu-Kompatibilität gut, Hirnfunktion normal, aber schwere Geisteserkrankung. Nee, das haben wir überhaupt nicht gemerkt. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar, sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Mutamycet-infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Auch das haben wir gemerkt. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kadu an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Kadu. Ja, dich kennen wir bereits. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Wo auch immer dieses Kadu herkommt. Wen haben wir letztendlich hier? Ist das Eve? Oder Evelyn? Ja, wenn man immer mal so wüsste, wer die Leute sind, ne? Miranda, ich bedauere zutiefst, sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal die Gelegenheit bekomme, ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten, wobei ich mir nicht anmaßen möchte zu behaupten, eine Unsterbliche wie sie würde sich überhaupt an einem halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuchs in ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen, für die sie sich exponentiell Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus wäre dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bedauere noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor, ein in Afrika heimisches Virus.
Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen. Nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich ewig in Ihrer Schuld. Herzlich auf ewig Ihr Schüler Oswald E. Spencer. Okay, anscheinend der Gründer von Umbrella. Wie gesagt, ich bin in der Resident Evil Geschichte nicht so sattelfest, als dass mir diese Namen alle was sagen würden. Aber genau, alles was Umbrella, glaube ich, an Zombies erschaffen hat, ging letztlich auf einen Virus Spencer. Zurück. Hier? Ich glaub's nicht. Ich glaube, wenn man jetzt voll in der Resident Evil Lore drin wäre, wäre das sogar noch irgendwie ganz cool. Und das ist anscheinend Spencer und seine Expedition. Was liegt denn hier für ein Fleischklumpen auf dem Tisch? Boah, und noch 1000 Sachen, die man untersuchen kann. Das haben wir gerade schon gesehen. Noch mehr Fotos. Das Mutter Miranda als Forscherin. Wir wurden auf jeden Fall irgendwelche Kinder rangezüchtet. Macht das zumindest in Erinnerung. Ich dachte ja eigentlich, dass wir das Spiel in dieser Folge zu Ende bringen, aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Boah, hier liegen noch 1000 Sachen rum. Das sieht nach Evelyn aus. Meine geliebte Eva, es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Ich war so hilflos damals. Aber jetzt, ach so, Eva ist die Tochter von Mutter Miranda, für die sie den passenden Wirt sucht. Ich war so hilflos damals. Okay, dann scheint Mutter Miranda auch ein ganz seniores Teil zu sein, sage ich mal. Ja, also scheint ein gewisses Alter zu haben. Aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyziten wieder zu mir holen. Ich musste die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Hülle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch des Giganten, dem Regler des Megamyziten, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyziten zu vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. Und sie im Kelch des Giganten? Ist das... Ja, das ist wahrscheinlich dieses Ding, wo wir die vier Dinger reingesteckt haben, oder? Die vier Glasdinger, aber ich weiß es nicht. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in einer Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein und da habe ich ihn gefunden, den Megamyzeten. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Der Megamyzet spaltete das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutet, dass ich dich würde zurückholen können. Ich brauchte nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus dem Megamyzeten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente nutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Kadu erschuf, aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Es gab ein paar wie Alkina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lykans. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagten, sie würde mir helfen. Also gab ich ihnen etwas vom Pilz... Und deine DNA. Ach so. Und daraus wurde dann Eve. Und dementsprechend ist zumindest Eva der Ursprung des Ganzen. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt, Evelyn. Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Okay, langsam wird ein Schuh draus. Ich weiß nur immer noch nicht, warum. Rose letztendlich die perfekte Hülle ist. Das dürfte Eve und Evelyn sein. Ja, Forscherin, Mutter Miranda, ich weiß es nicht. Lohnt es sich noch einen Cut zu machen, Leute? Ich weiß es nicht. Wenn, machen wir den jetzt auf jeden Fall hier. Und zur Not muss ich es irgendwie zusammenschneiden. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.